Herzlich willkommen zu einer Hoffnungsbotschaft aus der Martinskirche. Schön, dass Sie dabei sind. Der wohl am meisten verwendete Satz der letzten Woche war wahrscheinlich, wir brauchen nun endlich eine Exit-Strategie. Nicht nur die Vertreter der Wirtschaft sagten das, auch der Ethikrat meinte, dass wir eine echte Perspektive brauchen, wann und wie das Leben wieder normaler verlaufen kann als jetzt. Exit-Strategie. Diese Forderung ist älter als gedacht. Schon die Bibel kennt diese Forderung nach einer exit -Strategie. Mose musste sich das damals anhören in Ägypten. Wir wollen und können so nicht weiterleben mit diesem Land, als Sklaven des Pharao, weit weg von zu Hause, wie Falschgeld, ohne Sinn und Verstand. Führ uns hier raus, Mose. Natürlich ließ der Pharao die Israeliten nicht gehen. Warum auch? Wirtschaftlich viel zu interessant, ohne Mindestlohn und Arbeitsschutz. Wer sollte denn sonst die Steine schleppen und die Pyramiden bauen? Aber Gott wollte die Freiheit für sein Volk und nach erfolgreicher Nachhilfe durch einige Plagen ließ der Pharao die Israeliten ziehen. Let my people go. Ab in die Freiheit, raus aus Ägypten. Gut, es kam noch einmal Spannung auf, als es sich der Pharao doch anders überlegte und die Israeliten zurückholen wollte. Aber Gott ließ sein Volk trockenen Fußes durch das Meer spazieren und die Soldaten des Pharao kamen um. Diese Erfahrung des Exodus, ist grundlegend für das jüdische Volk. Gott will die Freiheit für sein Volk. Aber ein Spaziergang wurde das nicht, dieser Exodus. Die Bibel erzählt, dass die Wanderung durch die Wüste 70 Jahre gedauert haben soll. Von der Anfangseuphorie des Aufbruchs mit Exit-Strategie war nicht mehr viel übrig. Das jubelnde Volk im Aufbruch wird zum murrenden Volk in der Wüste. Und Gott, Gott geht mit. Immer auf Sichtkontakt als Wolkensäule. Gott versorgt, als täglicher Kümmerer spendiert Gott eine Mahlzeit Manna. Jeden Tag neu, spätestens zu verbrauchen bis heute Abend. Gottes Idee gegen Hamsterkäufe. Auch wenn sicherlich nicht alles übertragbar ist, so erinnert mich diese alte Geschichte aus der Bibel doch an unsere Tage mit dem Coronavirus. Wir leben auch heute in einer Zeit der Angst, der Entbehrung und der Unklarheit. Wir müssen auf Sicht fahren, von Woche zu Woche sehen und entscheiden, was geht. Und Gott? Gott geht mit, wie damals, in der Wolkensäule. Gott ist erreichbar. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Gott versorgt uns jeden Tag neu. Wir dürfen Gott vertrauen und brauchen keine Angst zu haben. 70 Jahre wird es wohl nicht dauern, bis diese Wüstenwanderung ein Ende hat, bis dieser Virus besiegt sein wird. Oder wir mit einem Impfstoff besser mit diesem Virus leben können. Bis dahin also Wüstenwanderung und kein kurzer Sprint der Entbehrungen, wie manche gehofft hatten. So viel scheint klar zu sein. Und doch birgt diese Zeit auch so viele Chancen, das Leben neu schätzen zu lernen. Ich bin so beeindruckt, wie vielfältig und kreativ Menschen in dieser Zeit füreinander da sind, Gemeinschaftssinn und Solidarität neu entdecken. Ich hoffe, dass wir uns erinnern an die guten und wohltuenden Erfahrungen unterwegs, trotz mancher Entbehrungen, dass wir uns erinnern an die Oasen in der Wüste, wenn der Alltag wieder eingekehrt ist. Ich bete, dass diese Wüstenzeit Früchte trägt und unser Zusammenleben nachhaltig verändert. Amen.